Hallo, 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 hier sind die Jutta und Roland von Funkelkram. Schön, dass du da bist. So, jetzt geht's ran an die Verlosung und es ist der totale Irrsinn. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, hatten wir, ich weiß nicht wie viel, über 300 Kommentare. Ja, irgendwie 300 irgendwas. Ja. Es ist der absolute Wahnsinn und ich habe mich zum Teil wirklich weggeworfen, was ihr euch für ulkige Namen ausgedacht habt für diese und auch was für süße Geschichten da schon wieder geschrieben wurden. Es war also der Hammer. Und ja, jetzt werden wir mal gucken, wer hier das Rennen macht. Wir fangen an mit dem, ich muss auf meinen schlauen Zettel gucken, auf mit 10, nein, da, falscher Zettel. So, wenn man viele Zettel hat, ist schlecht. Ja, da steht aber nicht, ist Stickerbogen. Der Stickerbogen. Ich bin heute ein klein bisschen verwirrt, Synapsensalat. Der Stickerbogen, wer hat den Stickerbogen gewonnen, Herr Meuer? Ja, ich hatte schon angefangen und das ist Karines Seelenwerk Stucke 9817. Und zwar, meine Apothekerin heißt Confectionari. Alte Rezepturen, Gefäß und Flaschen. Ich liebe es. Der erste Preis ist doch wie gemacht für mich. Ja, ist leider nur der 10. gewonnen, aber besser aber als nichts. Immerhin ist immer besser als nichts. Das war sicher ein tolles Erlebnis mit tollen Energien. Liebe Grüße, Karine. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Karine. Melde dich bitte bei info@funkelkram.de und melde dich vor allen Dingen mit deinem YouTube-Namen, damit wir nachher wissen, wohin wir deinen Gewinn schicken dürfen. Und der 9. Platz ist der berühmte Bastelbogen, der bei mir in der Endlosschleife bearbeitet wird hier. Und gewonnen hat Zwiebelchen 88. Zwiebelchen, schön, das ist ein schöner Name. Das Papierset ist wunderschön, ich bin begeistert. Die Dame heißt bei mir Walburga von der Waldlichtung. Liebe Grüße, Corinna. Vielen herzlichen Dank, Corinna, und herzlichen Glückwunsch. Auch du meldest dich bei info@funkelkram.de. Und dann gibt es noch einen Bastelbogen zu gewinnen. Und zwar bekommt den Trommelwirbel Laria.lerana. Meine Waldapotheke-Chefin würde Nelia heißen. Wieder einmal so ein schönes Video. Danke euch vielmals. Ja, herzlichen Glückwunsch. Moment mal, ich kann so schnell nicht schreiben. Das sind alles so lange Namen heute. Hast du Laria? Ja, hab ich. Genau. Du meldest dich ja auch und du gibst deinen YouTube-Namen an. Das ist super wichtig und das, was dann so ähnlich ist wie das, was ich hier raufgekritzelt habe. Das macht unsere Girls machen das super. Und jetzt kommt das, der 7. Platz. Sind wir schon so schnell, wir sind schnell heute. Mhm. Das Postkartenset, gut verpackt noch hier. Und gewonnen hat Vicret 8449. Hallöchen, liebe Jutta, lieber Roland. Als das Video gestartet ist, war ich wieder im Naturfreundehaus, voll in unserer tollen Gemeinschaft. Das Papierset ist so klasse. Ich habe es ja schon einmal und würde es gerne noch einmal dazu gewinnen. Mir gefällt die Idee, in diesen Gebäuden im Wald zu leben. In meiner Waldapotheke heißt die Chefin Sena Bilka, was im Bulgarischen auch Kräuterfrau heißt. Ah ja, herzliche Grüße aus dem Taunus, Steffi. Ja, liebe Steffi, herzlichen Glückwunsch. Und wie schön, wenn man jetzt ein Gesicht zu dem Namen hat. Ja. Ja? So, das ist das ganz Besondere daran. Und ja, Vicret, schreib trotzdem bitte an den Kundenservice, weil ich das ja alles abgebe. Aber grundsätzlich ist deine Adresse bekannt, nur zur Sicherheit, damit da nichts durchflutscht. Und so, jetzt haben wir die Nummer 6. Das ist nochmal das Postkartenset. Und das geht an hier. Katrin Fischer 708. Huhu, das ist wieder ein wunderschönes Set. Ich liebe es. Bei mir heißt die Dame Burgunda Silva. Eine Waldhexe, die ihr kleines Häuschen im Wald stehen hat. Neben einem kleinen Bach und hohen Felsen. Hinter dem Haus steht ein Gewächshaus mit magischen Pflanzen. Man findet sie aber nicht. Nur wer der Natur treu ist und ihr Wissen weise nutzt, wird sie finden. Liebe Grüße, Katrin. Ja, ist doch eine schöne Geschichte. Auch schon wieder Potenzial für ein ganzes Journal. Herzlichen Glückwunsch. Story. Herzlichen Glückwunsch, Katrin. Auch du meldest dich bitte bei info@funkelkram. Und jetzt kommt der 5. Platz und das ist dieses wunderschöne, fantastische Herbarium. Büchlein, Booklet. Wer bekommt das? Gewonnen hat Buch und Tuch. Guten Morgen, das Warten hat sich gelohnt. Roland hat wie immer super schöne und ansprechende Papiere zusammengerührt. Vor allem das Herbarium gefällt mir super. Ja, das passt ja jetzt. Das hat dann sollen so sein. Ja, genau. Die Chefin der Apotheke sieht mir nach einer Agnes Digitalis aus. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und viele Grüße von Claudia aus Sachsen-Anhalt. Ja, liebe Claudia, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und dann geht nochmal ein Herbarium an wen?
an Doris Schmelhaus 7621. Was für ein wunderschönes Papier hast du gemacht, Roland. Es wird immer eins noch schöner als das andere. Dankeschön. Ich kann es kaum erwarten, das Papier zu bestellen. Die Chefin heißt Dr. Mabel McMargrave. Sie ist die weltweite Expertin für Kräuterkunde. Siehst du, die hatten wir noch gar nicht auf dem Schirm. Herzlichen Glückwunsch, liebe Doris. Und ich sage gerade so yes, weil Doris ist auch jemand, der uns schon sehr lange folgt und kommentiert. Und ich finde, du hast es einfach auch verdient, dass du jetzt mal gewinnst. Hervorragend. Melde dich bitte bei info@funkelkram, ja, damit die Ladies wissen, wohin sie deinen Gewinn schicken dürfen. Und jetzt sind wir schon beim dritten Platz. Das ging aber schnell. Das ist einmal das Papierset. Warte, ich halte es mal hoch. Man mal gucken kann. Das Papierset, da ist natürlich der Stickerbogen noch drin, den hatte ich nur gerade rausgenommen, weil wir den ja auch noch einzeln verlost haben. Und das Postkartenset. Also diese beiden wunderbaren Dinge gehen an Regina Flitter 3193. Alle nennen sie Tante Tilda. Niemand weiß, wie sie wirklich heißt. Vielleicht Mathilda? Niemand erinnert sich. Alle mögen sie. Vielen hat sie mit ihren Tinkturen schon geholfen. Eine echte Tante Tilda eben. Ein tolles Papierset. Vielen Dank. Ja, herzlichen Glückwunsch, wunderbar, liebe das Regina. Das Faktotum in der Apotheke heißt Tilda. Herrlich. Ja, und jetzt kommt dann der zweite Platz. Das wäre dann das Papierset, das Wildblumenset. Das ist eine Menge Papier hier. Und das Herbarium, das ist der zweite Platz. Und gewonnen hat Claudia 68CJN. Hallo zusammen, es ist wunderschön geworden. Bei mir würde sie Madame Blanche heißen. Vielen lieben Dank an euch. Ja, liebe Claudia, herzlichen Glückwunsch. CJN habe ich aufgeschrieben, alles klar. Auch du meldest dich bitte bei info@funkelkram.de. Nicht den YouTube-Namen vergessen. Das Problem haben wir nämlich immer wieder, dass wir dann hinterher nicht wissen, so, wer ist das denn jetzt? Und jetzt kommt der erste Platz mit allem drum und dran. Echt? Und so, zwar, durch? Ja, wir sind heute in einem Affenzahn hier. Wildblumenset, das Papierset, wo natürlich der Stickerbogen dabei ist. Da ist auch der Bastelbogen dabei, das Herbarium und die Postkarten. Also der Wahnsinn. Die ganzen 10 Kilometer und die gehen an wen? Ramona Streb 2907. Oh, ihr beiden, wieder so ein tolles Papierset. Bei mir würde die Dame Madame Wildflovira heißen. Liebe Grüße. Ja, liebe Ramona, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja der Hammer. Du hast den Hauptgewinn abgeschossen. Das war der Hauptgewinn. Das ging viel zu schnell. Wir können ja nicht schon fertig sein. Ja, ich finde auch. Wir machen weiter. Wir haben nämlich noch festgestellt, dass wir was vergessen hatten. Wir wollten nämlich eigentlich den Stempel noch verlosen. Und da habe ich gedacht, es ist, glaube ich, niemand sauer, wenn wir jetzt einfach noch ein bis zwei, mal gucken. Ja, ich glaube nicht, dass sich einer beschwert. Wenn irgendjemand ärgert, wenn er jetzt noch was gewinnt, auch wenn wir die ersten 10 schon durch haben, dann hau mal rein in die Taste. Ach du lieber Himmel, ein Roman geschrieben. Jetzt habe ich was vorzulesen. Also, schön. Gewonnen hat Minyat -13. Das Papierset ist genau meine Schiene, also richtig genau meine Schiene. Ich wusste nicht mal, dass ich darauf gewartet habe, bis ihr es vorgestellt habt. Herzchen. Wundertastisch zusammengestellt. Eins meiner liebsten Sets von euch, wenn nicht sogar das liebste. Die Chefin der Apotheke heißt Thelema Nesselblatt, die Kräuterhexe aus dem Wald. Als sie jung war, kam sie zufällig in diese Gegend und hat sich dort niedergelassen, weil es viele gute und seltene Kräuter gab. Anfangs war sie bei den Dorfbewohnern als böse verschrien und die ulkigsten Geschichten entstanden, warum man den Wald nicht betreten sollte. Aber über die Jahre hat sie vielen, vielen Leuten das Leben gerettet, bei Geburten geholfen und Lehrlinge ausgebildet, sodass das Schimpfwort Kräuterhexe zu ihrem Titel wurde. Jetzt sieht man sie, Jahre später, sie hat ein wunderbares Leben geführt, das getan, was sie liebt und anderen damit das Leben bereichert. Unzählige Leute geschult und unterstützt, jetzt ihre Kinder und Enkelkinder bei den Schulungen. Ihre Familie genießt einen guten Ruf, ist abgesichert, ihr Lebenswerk in stetigem Wachstum. Was will man mehr? Ja, Minyat, das ist ja mal eine tolle Geschichte. Du solltest Bücher schreiben. Ja, genau. Und mit unserem Stempel dekorieren. Herzlichen Glückwunsch. Okay, noch ein Jahr, ne? Mindestens. Ja. So, und den nächsten Stempel hat gewonnen Eleni Tiskritis 5034. Eleni Tiskritis. Ach, vielleicht Eleni Tiskritis, klingt griechisch. Egal. Ja, finde ich auch. Da habt ihr wieder etwas Tolles geschaffen. Bin total begeistert. Für mich heißt die Dame Greta von Flower Forest. Flower Forest. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Alle guten Dinge sind drei. Machen wir okay, noch einen. Machen wir noch einen. 13 ist die magische Zahl für die Geheimerwaldapotheke. Also ja, einen letzten noch, finde ich. 12 ist eine doofe Zahl. 13 ist eine gute Zahl. Und gewonnen hat Uschi Brunner. 7558. Wunderschönes Papierset. Ich habe mich jetzt beworben bei Madame Pharmazia, um eine Lehre zur Apothekerin zu machen. Natürlich erhoffe ich mir viel von den wunderschönen Pflanzen und Wundermittelchen zu erfahren. Jetzt gewinnen wäre toll. Und ich hätte so viele Ideen. Liebe Grüße, Uschi. Ja, liebe Uschi, herzlichen Glückwunsch. Und liebe Uschi ist auch bei uns, die liebe Uschi sagen, ist auch ja. Ein bekannter Name, mit die unglaublich gerne und viel kommentiert. Also deswegen ganz wunderbar, dass du gewonnen hast. Auch du meldest dich bitte bei info@funkelkram, damit die Ladies wissen, wohin sie deinen Gewinn schicken dürfen. Und dann haben wir es schon geschafft. Das war ja ein Blitzvideo. Ja. Das war ja so eine Blitzverlosung. Quicker Quickie war das. Ja, ich denke, ihr freut euch jetzt alle auf eure Gewinne und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit den Sachen und allen anderen viel Glück fürs nächste Mal. Ich kann noch nicht ganz genau sagen, wann, aber wir haben ja noch die 8000er, ne? Die kommt ja demnächst dann auch noch. Das heißt, es ist noch nicht durch. Wer jetzt nichts gewonnen hat, wieder eine Verlosung. Gib noch mal nach Ostern irgendwann mal gucken, wie ich es geregelt kriege. Dann geht es mit der Verloserei weiter. Ja, es kommen zwar noch Videos vorher, aber wir können ja schon mal frohe Ostern wünschen. Ich finde auch. Das steht ja jetzt an. Auf jeden Fall hoffen wir, dass es ein bisschen ordentliches Wetter gibt, dass es schön ist, dass man ein bisschen draußen sein kann. Wir wünschen euch viele, viele bunte Ostereier, viel Zeit mit euren Lieben und vor allem viel Zeit zum Basteln. Also, bis dahin, bastelt euch glücklich. Ciao.